Herzlich willkommen, meine Freunde, zu, ja, fast, ich wollte gerade sagen, zur ersten Dynamite-Ausgabe im neuen Jahr. Das stimmt natürlich nicht. Wir sind hier noch in der vierten Woche im Dezember, am Mittwoch, um genau zu sein. Ich weiß nicht, ob wir auch im Real Life genau am 4. Dezember sind. Ich habe ja vor, dass das parallel zu dem zum echten Leben passt, dass wir jetzt wirklich den 4. Dezember oder zumindest die vierte Woche hier im Dezember haben. Mal gucken, ob das funktioniert. Allerdings ist das natürlich noch nicht das neue Jahr, aber es ist quasi die neue Wrestling Season, denn das Season Finale war ja Killing the Business, eine mit Abstand großartige Veranstaltung. Eine der stärksten, die wir bis jetzt hatten, also zusammen mit All Out, glaube ich, war es die stärkste Veranstaltung, die wir hatten. Genau 72 Punkte, genau wie die andere auch. Also wir haben einen Gleichstand an der Spitze und wir beginnen mit dem kompletten Bullet Club. Tama Tonga, Tangaloa, Bad Luck Fale, Taiji Ishimori, Jay White, Karl Anderson, Luke Gallows und Adam Page. Es gibt ja keinen Leader, aber wir sehen den Bullet Club und zwar fast noch vor der Veranstaltung eigentlich, denn wir sehen ihn, wie er eine vorbereitete Party des Inner Circles zerstört. Ja, im Backstage-Bereich ist alles aufgebaut für eine Feier von Chris Jericho. Wir kennen das ja, wenn er irgendwie was ganz Großes geschafft hat, wie den World Title sich zu erschleichen. Obwohl es war ja faire Mittel. Es waren faire Mittel, er hatte den Koffer ja sich verdient, von daher ist es in Ordnung. Aber wir kennen das, er feiert dann ganz gerne mit ein kleines bisschen Bubbly und mit Torte und Essen und überhaupt, alles war aufgebaut schon. Und der Bullet Club, der natürlich angepisst ist, weil Adam Page war, ja, für 5 Minuten war er bestimmt Champion. Ja, sie hätten halt den World Title direkt in den eigenen Reihen gehabt zum Start des Bullet Clubs bei All Elite Wrestling. Das hat nicht funktioniert durch Jericho und jetzt zerstören sie halt alles, was da vorbereitet wurde. Es gibt einen Superkick sogar von Tama Tonga gegen eine schöne Marzipanfigur von Jericho mit dem All-Elite-Titel auf der Spitze einer Torte. Und der Rest wird natürlich auch kurz und klein geschlagen. Der Bullet Club lässt nichts übrig. Und mit diesen Bildern starten wir. Eine 63 ist super. Ishimori hat ein bisschen Probleme mit der Sprache. Ich weiß aber gar nicht, warum er hier Probleme hat, denn er spricht in diesem Segment überhaupt nicht. Soll uns erstmal nicht stören, ich denke, wir kriegen das in den Griff, wir haben es bei allen in den Griff bekommen. Und er kommt halt von New Japan, also ist schon schwierig. Hat eigentlich keine große Erfahrung in Amerika gesammelt, spricht, glaube ich, nur Basic oder sogar, ist es das Mindeste, was er spricht? Ich glaube Basic, also der muss wirklich erstmal noch ein bisschen reinkommen. Aber ansonsten ist das ein gelungener Auftakt für diese Dynamite-Ausgabe. Wir springen in unser erstes Match und das ist sehr gut. Eine 57, Tay Conti trifft auf Yuka Sakazaki und Tay Conti setzt sich hier nach 10 Minuten durch per Pinfall. 58er Performance von Conti, 55 von Sakazaki, also beide mit einer ordentlichen Leistung, auch wenn ich nicht ganz weiß, ob Yuka Sakazaki noch lange bleiben wird. Aber Tay Conti, wichtiger Sieg, guter Sieg, schöner Sieg für sie und wir springen direkt ins nächste Segment. Die Abschiedsrede eigentlich von Christian Cage. Er verabschiedet sich von All Elite und bedankt sich natürlich auch bei den Fans für die großartige Unterstützung. Bedankt sich bei Cody und bei Tony Khan, dass er diese Möglichkeit hatte, sich noch einmal so richtig zu präsentieren. Es hat ihm mega Spaß gemacht. Es ist natürlich schade, dass er gegen Lance Archer verloren hat bei Killing the Business und keinen Vertrag bekommt. Aber er ist Sportsmann. Und er nimmt es mit Fassung und sagt, trotz diesem Hindernis, dass wir nicht weiter zusammenarbeiten werden, bin ich sehr glücklich hier gewesen zu sein. Ich hatte eine tolle Zeit, ich hatte ein paar Monate eine schöne Erfahrung sammeln können. Er will noch ein bisschen was erzählen, natürlich, es ist die Abschiedsrede von Christian Cage, lass ihn doch reden, aber nein. Chris Jericho hat gar keinen Bock da drauf. Die Musik Judas wird gespielt. Jericho kommt zum Ring, hat schon das Mikrofon in der Hand, schimpft schon auf dem Weg zum Ring, sodass Judas gar nicht allzu lange läuft. Und ja, er scheucht quasi Christian vom Hof. Er sagt, Versager wie dich brauchen wir hier nicht. Du hast ja nicht mal einen Gürtel und grinst in Richtung seines All-Elite-Titels und klopft so ein bisschen da drauf. Sehr, sehr hochnäsig und arrogant. Und ja, er verscheucht Christian so ein bisschen, der natürlich sauer ist, aber er räumt das Feld. Er ist nicht mehr Teil von All Elite Wrestling. Es ist sein letzter Abend. Von daher, was will er noch machen? Chris Jericho übernimmt hier das Feld. 70er Segment natürlich, bärenstark, beide Performer. Und Jericho
zieht natürlich mit so einer Aktion nochmal ordentlich Heat. Also die Fans sind richtig sauer auf Jericho, buhen ihn aus. Ab und zu fliegt sogar ein kleiner Becher mit Getränken in den Ring. Da hat die Crew gleich ein bisschen was sauber zu machen. Und ja, der Inner Circle kommt hinterher. Jericho war quasi der Vorbote. Der Rest des Inner Circles kommt hinterher. Und Jericho sagt, wir lassen uns hier vom Party Crasher Club nicht die Laune vermiesen. Und damit spricht er natürlich den Bullet Club an. Nennt ihn hier Party Crasher Club, weil sie alles kaputt gemacht haben. Niemand ist größer als der Inner Circle. Es mag sein, dass der Bullet Club ein paar Leute mehr in ihren Reihen hat. Aber wie viele Titel haben sie? Und selbst wenn sie Titel hätten, sind sie unwichtig. Der einzig wichtige Titel ist der großartige World Title von All Elite Wrestling. Nichts anderes hat mehr Bedeutung als dieser Titel, den ich, und ich möchte das nochmal betonen, zum zweiten Mal errungen habe. Und damit bin ich Rekord-Champion. Le Champion, Le Rekord-Champion. Und er gibt natürlich ein bisschen an, sagt, niemand ist größer als der Inner Circle, niemand kann sie aufhalten. Und im Moment muss man ihm recht geben, sie sind zwar schon lange dabei, der Inner Circle, nicht zerstritten, es funktioniert ganz gut, es gibt natürlich auch mal Rückschläge, aber letzten Endes, trotz des Bullet Clubs, trotz des Impacts, was der Bullet Club natürlich mit sich bringt, weil das alles krasse Leute sind und als Team oder als Fraktion natürlich extrem gefährlich, im Endeffekt ist es scheißegal, denn der einzige Titel, der zählt, der ist bei Jericho und beim Inner Circle. Man könnte die Dark Order noch reinnehmen, die immerhin den Tag-Team-Titel halten. The Elite zum Beispiel hält gar nichts. Der Bullet Club hält gar nichts. Und somit ist der Inner Circle an der Spitze. 62er Segment für den Inner Circle. Und wir machen weiter mit einem 72er Segment. Wir sind immer noch nicht fertig, denn Cody kommt noch raus, während der Inner Circle im Ring steht und sagt, ey, heute Abend ist Christian noch da. Du respektloser Hund. Ja, noch diesen einen Abend ist er noch da. Und er hat von uns diese Airtime bekommen, um sich gebührend zu verabschieden. Und dann kommst du mit deinem Titel, den du dir erschlichen hast, mit ganz viel Glück und mit freundlicher Unterstützung von The Elite. Denn ansonsten hättest du wahrscheinlich deinen Koffer vergeigt, das Einlösen von deinem Koffer. Das kann nicht sein, dass du hier, Christian, am letzten Abend so in die Parade fährst. Aber sein Vertrag läuft ja den ganzen Abend noch, Chris Jericho. Ja, den ganzen Abend. Und das heißt, ihr beide werdet diese Show Headline im Main Event. Christian Cage gegen Chris Jericho. Es ist natürlich ein Non-Title-Match, weil es sein letzter Abend ist. Also können wir ja nicht den Titel ihm übergeben. Aber das hast du dir selber eingebrockt. Le Champion darf heute Abend ran gegen Christian Cage. Jetzt hätte ich fast wieder Chris Jericho gesagt. Aber dabei ist Le Champion doch das Gleiche. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Das war natürlich bärenstark. Wir haben den Main Event für Dynamite. Christian Cage gegen Jericho. Ein allerletztes Mal, weil er ihm die Tour vermasselt hat. Cody greift da ein. Finde ich sehr gut. Schönes Match, schönes Segment. Weiter geht's. Ein Singles Match. Jeff Cobb gegen Killian Dane. Und Jeff Cobb setzt sich hier durch mit dem Tour of the Islands. 60er Performance gegen 80er Performance, gegen 68er Performance. Insgesamt eine 64, also sie treffen sich genau in der Mitte. Das passt. Gutes Match mit einer 64, da gibt's nichts zu kritisieren. Ja, Jeff Cobb bestätigt gerade das, was Jericho gesagt hat, dass der Inner Circle einfach eine Macht ist. Und mit Jeff Cobb, der ja jetzt voll und ganz bei All Elite Wrestling ist, also klar hat er noch andere Auftritte, aber wenn wir ihn brauchen, steht er uns zur Verfügung. Und dadurch wird der Inner Circle nochmal ein kleines bisschen stärker. Es war ja oft so, dass Jeff Cobb nicht zur Verfügung stand, obwohl er Teil des Inner Circles ist. Somit war ja immer eine kleine Schwächung da, weil man nie wusste, können wir ihn überhaupt einsetzen, ja, in Segmenten, wenn es Stress gibt oder sonst was. Mittlerweile Cobb ein fester Bestandteil der All Elite Shows und der kann sich hier durchsetzen. Wichtiger Sieg für Cobb. Und wir springen direkt ins nächste Match, Tag Team Action bei den Damen. Und hier gibt es natürlich die Dark Order. Und zwar Rosemary und Sue Young gegen Ellie und Leva Bates. Das Ganze ist ein 51er Match. Das wäre natürlich besser gewesen, hätten wir das als Opener gemacht. Aber der Impact von Rosemary und Sue Young ist zu hoch. Deswegen das erste offizielle Match. Und sie gewinnen natürlich auch hier. Sue Young besiegt Leva Bates mit dem Panic Switch.
Leva Bates 44, Ellie 48, Su Yang 54, Rosemary 52. Das sind gute Werte für die Dark Order. Ein wichtiger erster Erfolg hier für die neuen Damen. Weiter geht es dann mit einem ganz, ganz starken Segment. 70er Segment mit Rosemary, Su Yang und Brody Lee, der das Ganze natürlich trägt. Und Brody Lee zeigt sich sehr zufrieden und gratuliert seinen Neuzugängen zum erfolgreichen Start bei All Elite Wrestling. Su Yang improvisiert hier sehr gut, das freut mich, obwohl ich gar nicht so genau weiß, warum sie improvisiert. Denn eigentlich habe ich sie nicht auf Entertainment skillen lassen. Also ich weiß manchmal nicht, warum das so ist. Brody Lee sollte allerdings improvisieren und hat das sehr, sehr gut gemacht ohne Skript. Bärenstarkes Segment von der Dark Order. Das ist schon erschreckend krass, was wir heute für Segmente rausballern. Aber es ist doch schön zu sehen, dass Brody Lee hoch erfreut ist, wie die Dark Order, der weibliche Part der Dark Order hier performt. Dann geht's weiter mit einem relativ guten Match zwischen MJF und dem guten Pack. Beide mit einer 65, trotzdem nur ein 63er Match, ein bisschen komisch. Und Pack setzt sich durch gegen MJF mit dem Black Arrow, nachdem es ein bisschen schief gegangen ist. Wardlow mit dem Fehler will zuschlagen, trifft MJF und das verursacht die Chance für den Black Arrow. So richtig gut, würde ich mal behaupten, läuft es gerade für MJF und Wardlow nicht. Auch hier das Eingreifen fehlgeschlagen, Sieg für Pack, der natürlich frech grinst nach diesem Erfolg, weil er ja auch dem Angriff von Wardlow ausgewichen ist. Wir springen weiter in ein Backstage-Segment und da sehen wir sehr viele Damen, die sich unterhalten. Sie sprechen viel durcheinander, Hikaru Shida, Sexy Star, Women's Championess Penelope Ford, Chris Statlander, Bea Priestley, Britt Baker, Nyla Rose und Anna Jay sind im Backstage-Bereich und sie diskutieren die ganze Zeit über die Dark Order, beziehungsweise Rosemary und Su Yang natürlich, und alle sind einer Meinung, egal ob sie Faces oder Heels sind, alle sind der Meinung, dass die Dark Order eine ernstzunehmende Bedrohung darstellt für die Women's Division und dass man da vielleicht entgegenwirken sollte, bevor es zu spät ist. Dieses reine Women-Segment mit 56, eine echt gute Bewertung. Ja, die Women dürfen sich hier jetzt auch nicht mehr beschweren, denn es sind sehr viele heute bei Dynamite im Einsatz. Wir machen natürlich weiter. Ein Tag-Team-Match zwischen Private Party und Dark Order. Diesmal die männliche Fraktion, oder der männliche Part der Dark Order. Stu Grayson und Evil Uno, aber die Private Party setzt sich hier natürlich durch. Ja, oder was heißt natürlich? Sie setzen sich durch. Nach 15 Minuten und 18 Sekunden. Mark Quinn, der nicht gut drauf war, hat nur eine 53, genau wie Evil Uno, während Stu Grayson 61 und Isaiah Cassidy 62 geschafft haben. Evil Uno und Stu Grayson haben aber eine sehr gute Chemie miteinander. Trotzdem gibt es hier einen Tag-Team-Sieg für die Private Party. Sehr wichtig für die Private Party. Ein bisschen bitter für die Dark Order. Zumal gerade eben Brody Lee noch draußen war und seine Neuzugänge gelobt hat. Ich glaube, hinter den Kulissen bekommen hier Evil Uno und Stu Grayson einen kleinen Einlauf verpasst. Wir machen weiter mit Bubba Ray Dudley. Der ist nämlich im Ring und wir sehen einen Verband und mehrere Pflaster im Gesicht. Es ist immer noch ein bisschen dick. Es ist auch ein bisschen verfärbt, dieser Shot, den er eingesteckt hat, mit dem Kendo-Stick mitten ins Gesicht, und Bubba Ray flippt aus am Mikrofon wegen Jimmy Havoc und sagt, du kleiner Penner, ich prügel dich aus der Liga. Natürlich spielt er darauf an und er sagt, ich habe keine Freigabe, keine ärztliche Freigabe, weil ich auf meinem scheiß rechten Auge nicht sehen kann, weil es immer noch dick ist, weil du mich am Auge verletzt hast. Ich habe keine Ringfreigabe. Aber du kannst dir sicher sein, ich werde diese Ringfreigabe bekommen. Allerspätestens Ende des Monats oder Ende Januar, wenn es auf Bash at the Beach zugeht. Du wolltest dein Hardcore-Match, du wirst dein Hardcore-Match auch in Zukunft bekommen. Das kann ich dir versprechen, und ich werde dich verletzen mit Ankündigung. Ich werde dich so fertig machen in diesem Hardcore-Match, dass du mindestens genauso lange ausfällst, wie ich jetzt ausfalle. Du kleiner Bastard. Und damit beendet Bubba Ray seine Wutrede. Ja, wir erinnern uns an diesen Dirty Shot von Jimmy Havoc mit dem Kendo-Stick mitten ins Gesicht von Bubba Ray Dudley, der hier sehr gut improvisiert, einen meisterhaften Job macht und Francine unterstützt,
Baba Ray natürlich, sie ist die Managerin eigentlich von der kompletten Dudley Family, deswegen wird sie immer mit dabei sein. Und außerhalb des Rings und an der Seite ihrer Schützlinge brilliert sie natürlich. 62er Segment, starkes Segment von Baba Ray Dudley. Wir machen weiter mit einem weiteren Match und es ist ein richtig, richtig starkes Match. Ray Phoenix ist nicht gut drauf und das Gimmick ist auch irgendwie nicht mehr so geil. Ich glaube, da müssen wir mal gucken, was das Gimmick angeht. Vielleicht muss das gewechselt werden. Wir hatten nie Penalties auf sein Gimmick. Anscheinend ist es ein bisschen ausgelutscht und er braucht ein neues. Oder wir löschen es einfach. Das ist ja eh das, was ich eigentlich mache, weil die Gimmicks, die bringen einem natürlich einen gewissen Push auf einige Sachen, so dass er in einem Match vielleicht mehr Charisma hat oder sowas. Aber letzten Endes sind die Gimmicks nur noch für so, für das Sahnehäubchen. Ja, das Sahnehäubchen, die Kirsche auf der Torte. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ich gucke mir das mit dem Gimmick auf jeden Fall mal an. Wir haben hier Ray Phoenix gegen Kenny Omega. Das sind zwei absolute Top-Performer. Sehen wir hier auch Ray Phoenix 67, Kenny Omega 75. Insgesamt leider durch diese beiden Penalties, dadurch, dass Ray Phoenix ein bisschen vergeigt hat, ist es nur eine 70 geworden. Das wäre deutlich mehr. Es wäre nicht das beste Match aller Zeiten, aber es wäre mehr wert gewesen. Kenny Omega schlägt Ray Phoenix mit dem Kreuzraff. Keine Ahnung, was das sein soll. Es ist nicht der One-Winged Angel, der ist nämlich hinterlegt. Deswegen weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch der V-Trigger, der so genannt wird. Naja, es bleibt Spekulation. Sucht euch irgendetwas aus. Kenny Omega auf jeden Fall erfolgreich gegen Ray Phoenix in einem richtig, richtig starken Match. Könnte der Showstealer sein für heute. Wir haben ja noch den Main-Event, aber das könnte der Showstealer sein. Wir machen auf jeden Fall weiter mit einem kleinen Segment zwischen Taz und Brian Cage. Denn hier sagt Taz, dass das Ganze nur ein kurzes Intermezzo mit MJF und Wardlow war. Die beiden wollen wieder ihre eigenen Interessen verfolgen. Es war nett, es gab eine große Chance, Triple Team Champion zu werden. Wir respektieren MJF und Wardlow auch. Ja, wir sind durchaus angetan von ihren Fähigkeiten. Auch, dass sie auf uns zugekommen sind und gefragt haben. Wir haben es mitgemacht. Wir hatten eine coole Zeit bei Killing the Business. Wir haben auch als Team nicht verloren. Ja, das waren leider die Versager von den Best Friends. Aber es wird Zeit, dass sich Cage wieder auf den Path of Cage begibt und seine Ziele weiter verfolgt. Und diese kurze Ansprache hat 60 Rating gezogen. Das ist ganz gut. Ich bin zufrieden. Es ging ja auch ein bisschen um Wardlow und MJF natürlich. Die waren aber offscreen. Und ja, man geht also wieder getrennte Wege. Es ist kein Bund für die Ewigkeit, also sie gehen hier nicht die Ehe ein. Und wir gehen in unseren Main Event für heute Abend. Christian Cage gegen Chris Jericho. Ein kanadisches Duell. Und da haben wir es. Omega und Ray Phoenix haben es nicht geschafft, die Show zu stehlen. Ein 72er Match, das ist natürlich richtig krass. Das könnte eine der besten Dynamite-Ausgaben aller Zeiten sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die beste Dynamite wird. Und dafür müssen sie nur die 69 knacken, weil ich glaube, 69 war die stärkste Veranstaltung bis jetzt. Jericho mit einer 77, Cage mit einer 75, Christian Cage wohlgemerkt. Die Storyline generiert weiter Heat. Jericho und Christian Cage haben eine sehr gute Chemie miteinander. Das bringt natürlich hier noch ein paar extra Punkte. Wobei ich sagen muss, wenn sie hier 75 und 77 performen, plus gute Chemie, dann nur eine 72er Rating, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Es liegt nämlich an einer Road Agent Note, nämlich, dass das Match gescriptet ist. Hätte ich Called in Ring genommen, also dass sie das nicht vorher scripten, sondern im Ring das ganze Match durchgehen und somit auch quasi das Match improvisieren, hätten die, glaube ich, hier fast ein Rekordmatch hinlegen können. Aber ey, das ist schon, das ist Kritik, die brauchen wir nicht anbringen. 72 ist ein grandioser Main Event. Und ja, wie ist es ausgegangen? Chris Jericho gewinnt natürlich sein Match hier. Nach 14 Minuten 57 mit den Walls of Jericho. Also die absolute Demütigung. Er bringt ihn zur Aufgabe. Könnte sein, dass es sogar geplant war. Im Match wurde auch eingegriffen. Sammy Guevara und Jake Hager haben Christian Cage während des Matches angegriffen, sich eingemischt. Es war aber nicht matchentscheidend, ja, also es war irgendwo in der Mitte des Matches oder so, wo das passiert ist. Es ist nicht der Sieg gewesen, weil sie eingegriffen haben, aber es hat seinen Teil dazu natürlich beigetragen. Und wenn wir in die Road Agent Notes gucken, dann sehen wir hier,
dass auch Ortiz am Ring war, dass Santana am Ring war, Jeff Cobb am Ring war. Also der komplette Inner Circle hatte sich um den Ring versammelt. Angeblich natürlich nur aus Schutz vor den Bullet Club, weil man nicht wollte, dass man hier den Champion angreift in diesem kanadischen Duell. Ist natürlich Quatsch, sie haben ja eingegriffen. Und ganz zum Schluss, wo Jericho aber auch schon weg ist, gibt es noch ein weiteres Segment, eine 67, und da ist der Bullet Club. Er hat nicht angegriffen, aber es gibt eine heiße Ansprache von Adam Page, der nämlich sagt, dass die Ära des Bullet Clubs mit dem heutigen Tag gerade erst begonnen hat. Wir haben die Party versaut vom Inner Circle, wir werden noch viel mehr versauen vom Inner Circle, denn wir sind hier, um All Elite Wrestling zu übernehmen. The Elite mag im Office sitzen. The Elite mag auch die Big Player in der Nähe von Tony Khan haben, wie Cody, Omega, ja, sogar Chris Jericho hat ein bisschen was zu sagen. Aber der Bullet Club ist eine Macht. Guckt euch unsere Leute an. Guckt euch Tama Tonga an. Guckt euch Tangaloa an. Die Good Brothers. Bad Luck Farley, der frisst euch zum Frühstück. Guckt euch einfach unsere Gruppierung an und ihr werdet zu dem Schluss kommen, ihr seid gar nicht in der Lage, uns rauszuschmeißen oder sonst was. Ihr könnt diese Star Power nicht einfach rausschmeißen bei All Elite und deswegen könnt ihr euch auf eine Anarchie gefasst machen. Wir nehmen diese Liga auseinander und wir übernehmen die Kontrolle. Und Chris Jericho, zu dir noch ein kurzer abschließender Satz. Du magst zwar in diesem einen Augenblick bei Killing the Business im Vorteil gewesen sein, weil ich abgelenkt war, weil du den Koffer hattest. Aber diesen Jackpot hast du nicht mehr. Du hast jetzt den Titel und wir jagen diesen Titel. Das heißt, wir jagen dich und deine ganze Bagage des Inner Circles und du hast nichts mehr auf deiner Seite. Keine Vorteile, der Fokus liegt ganz bei dir und du wirst für diesen kleinen, miesen Hinterhalt noch bezahlen. Ich war 5 Minuten Champion und das reicht mir natürlich nicht. Im Gegenteil, es ist eine Schande, dass das passiert ist. Ich bin damit der kürzeste All Elite Champion und das werde ich auf jeden Fall bereinigen. Und mit diesen Worten endet unsere Dynamite-Ausgabe. Hier der Bullet Club nochmal mit einer 67er Performance. Er richtet sich natürlich auch hier ein bisschen an Cody und Jericho, die nicht mehr in der Halle sind, beziehungsweise nicht im Innenraum. Ich würde sagen, wir finishen und hoffen, dass es über 69 ist. Nein, es ist genau 69. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob wir das knacken können. Oder ob es irgendwie... Gibt es sowas wie ein Lock, dass wir nicht höher kommen mit Dynamite aktuell als 69? Oder ist es wirklich... War es einfach keine 70? Ich meine, wir haben hier Segmente, die sind auf 70, 72, 70. Dann haben wir Matches mit 72, mit 70. Also eigentlich hätte das auf jeden Fall die 70 knacken müssen, aber 69 ist, glaube ich, das Höchste, was wir zurzeit erreichen können. Was natürlich daran liegen kann, dass unsere Popularität noch steigen muss. Die ist in 17 Regionen hochgegangen, also von daher war das schon mal eine richtig geile Dynamite-Ausgabe. Extrem viele Segmente, wie wir hier sehen, ne? Das Ganze mit dem Inner Circle, mit dem Bullet Club, das geht auf jeden Fall weiter. Und ich bin selber ein bisschen gespannt, wie es weitergeht, weil ich selber nicht weiß, wie es weitergeht. Ich muss mir das ja erst immer alles ausdenken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Dynamite-Ausgabe beziehungsweise die erste Dynamite-Ausgabe nach Killing the Business und die letzte vor dem Jahreswechsel. Das ist die letzte Veranstaltung 2020. Wir finishen das Ganze. Ich bin natürlich absolut zufrieden mit der 69. Also ich habe damit gar kein Problem. Ich frage mich nur, ob wir wirklich ein Cap haben da oben, dass wir nicht höher können mit Dynamite als 69. Vielleicht muss ich da auch einfach mal gucken. Weiß ich nicht. Wir gucken uns natürlich noch Dark an, bevor ich mich hier gleich verabschieden werde. Und ja, Dark stand ganz im Zeichen der Tag Team Division. Wir hatten ja nur ein Tag Team Match, ansonsten viel Single Wrestling in der Dynamite-Ausgabe. Dafür sehr viel Tag Team Wrestling in unserer Dark-Ausgabe. Hier haben wir es natürlich, Christian Cage, Gone from All Elite Wrestling, hat nochmal einen bärenstarken Main-Event hingelegt. Also es tut mir schon wirklich ein bisschen leid, dass wir Christian Cage abgeben, aber so war der Deal. Er hat es nicht geschafft, gegen Lance Archer zu gewinnen. Er hatte seinen letzten Auftritt. Er hat durchweg
überzeugt. Es gab kein einziges Segment und kein einziges Match, was nicht gut war von Christian Cage. Umso bitterer, dass er uns verlässt, aber so ist das. So sind die Regeln und damit müssen wir leben. Und ja, hier haben wir es natürlich. Christian Cage geht, der Vertrag von Chris Jericho geht in einem Monat zu Ende. Das werden wir natürlich verhindern. 1,69 Millionen haben Dynamite gesehen, also wir knacken bald die 1,7 Millionen. Das wäre natürlich nochmal so ein richtiger Meilenstein, wenn wir 1,8 schaffen. Das war der höchste Wert, wo wir alle TV-Verträge hätten. Das heißt, wir würden mit weniger TV-Verträgen dieselbe Anzahl erreichen und das wäre mega, mega stark. Kurzer Blick auf Dark, 51er Show, das ist schon mal sehr gut. Wir haben ja Hybrid 2, die gegen Blind Rage und Kai Katana gewonnen haben. Das sind die beiden hier. 39er Match nicht wirklich gut, weil einer, glaube ich, auch richtig verkackt hat. Kann es sein? Nee, eigentlich nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall nur ein 39er Match. Pentagon dann natürlich mit einem 77er Segment, was überragend war. Wir können Pentagon ja nicht in den Ring stecken zurzeit, aber so eine Promo kann er natürlich halten. Die Best Friends besiegen die Dark Order 2, also Alex Reynolds und John Silver. Best Friends setzen sich durch. Matt Hardy hat noch ein Segment. Die Weapons of Anarchy besiegen Jigsaw und Papa Don. Ja, das sind die beiden hier, Jigsaw und Papa Don. Papa Don natürlich unterirdisch mit einer 18. Jigsaw dafür sehr stark mit einer 34, also... Ne, aber die Weapons of Anarchy gewinnen hier ihr Match. Dann Dean Malenko, der gute alte Dean Malenko mit einer kleinen Promo. Die war nicht besonders gut, aber ey, was soll's. Und Proud and Powerful durften Azrael und Schleck besiegen. Das sind die beiden hier. Schleck, der sieht auch aus. Meine Fresse. Das Gesicht tätowiert. Naja, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Aber das soll uns nicht interessieren. Er sieht auf jeden Fall ziemlich böse aus. Hat trotzdem verloren. Proud and Powerful sind hier erfolgreich. Somit eine Dark-Ausgabe komplett im Zeichen der Tech-Teams. Ist doch auch mal was Schönes. Und wir gucken noch ganz kurz bei NXT rein. Können wieder nicht mit Dark mithalten. Ja, der Rest hier könnt ihr euch durchlesen. Zur Not auf Pause machen. Nichts Besonderes. NXT ist einfach nichts mehr. Müssen wir so sehen. Es gibt ja auch diesen Umbruch, bin ich ja schon drauf eingegangen mit der WWE. Mal gucken, wie das noch ihren Lauf nimmt. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, die erste Folge von Dynamite nach Killing the Business hat euch gefallen. Im Jahr 2021 wird es weitergehen mit der nächsten Dynamite-Ausgabe. Ihr dürft gespannt sein, der Bullet Club ist da. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Da haben wir richtig Star Power bei All Elite Wrestling eingekauft. Und das Ganze auch noch in einer Bomben-Story. Also da habe ich echt Spaß dran. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.